Traubenakademie. Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. Tauche auch du in die Welt der Pokémon ein. Direktor Clavel, Leitung der Traubenakademie. Die Paldea-Region erfreut sich üppiger Natur und malerischer Landschaften. Und nicht nur das. Sie ist außerdem die Heimat vieler wundersamer Wesen, die man Pokémon nennt. Man kann sie wahrlich überall antreffen, im Wasser, hoch in der Luft, sogar in Städten. Wir Menschen leben mit ihnen in Harmonie, geprägt von gegenseitiger Hilfsbereitschaft. Hier an der Traubenakademie streben wir danach, Pokémon noch besser zu verstehen. Dafür kommen wir mit Menschen aus allen Regionen zusammen, um gemeinsam zu lernen. Und als Trainer wachsen wir Seite an Seite mit unseren Pokémon, indem wir Kämpfe austragen. Der umfangreiche Lehrplan unserer Akademie hilft Schülern dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Bei uns wirst du nicht nur Freunde und Pokémon, sondern auch dein wahres Ich kennenlernen. Wir alle hier freuen uns darauf, dich bald an der Traubenakademie begrüßen zu dürfen. Und damit heiße ich euch willkommen zur 9. Pokémon-Generation mit Pokémon Purpur-Edition. Ab dem 18. November 2022 exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Oh je, was ist denn da passiert? Und wow, schon allein in diesem Intro so viele neue Pokémon. Hier ein Tropenvogel. Vorher habe ich noch einen anderen Vogel gesehen. Und Flamingos! Wie geil! Endlich ein Flamingo-Pokémon, das kommt safe ins Team. Schwarze Tauros? Und ein Super Mario-Pilz? Crazy! Hoffentlich wird die Grafik ähnlich wie in der Sequenz sein, aber ich glaube, da sollten wir uns nicht drauf verlassen. Genug gelernt. Zeit, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Willkommen zu Let's Play Pokémon Purpur. Hier in der Paldea-Region, die an Spanien angelehnt ist, werden wir erstmals die 9. Generation von Pokémon bereisen. 3 Storystränge erleben. Und jede Menge neue Pokémon fangen. Ihr kennt mich, ich bin immer sehr gründlich, guck mich überall um und fange jedes neue Pokémon, das wir finden. Und das wird erstmals so offen wie noch nie. Die Paldea-Region ist ein bisschen an Zelda Breath of the Wild angelehnt. Man hat schon relativ früh im Spiel die Möglichkeit zu machen, was man möchte. Und darauf bin ich sehr gespannt. Generell sehr gespannt, weil man fast nichts von dem Spiel erfahren hat im Vorfeld. Ich glaube, wir haben noch nie so wenige News zu einer Pokémon-Gen bekommen wie zu Pokémon Purpur und Karmesin. Aber vielleicht ist das ja auch ein positives Zeichen. Ja, wir können alles für uns alleine erleben, für uns selber rausfinden. Und das werden wir jetzt tun. Hier hängen dein Hut und dein Beutel. Dafür ist aber noch nicht die rechte Zeit. Oh, wirklich? Okay. Diese Raffelpuppe wurde aus besonders weichem Material hergestellt. Ja, sieht sehr, sehr kuschelig aus. Aber was ist das bitte für ein riesiges, offenes Zimmer? Das Ding ist nur... Da gibt es ja gar keine Tür.
Also wenn der Junge mal Mädels einlädt, dann glaube ich, bekommst du das ganze Haus mit. Aber ja, wir sind ja auch noch relativ jung. In Pokémon Karmesin und Purpur spielen wir ein Schulkind. Das sieht man auch. Diese Kartons sind zwar klein, aber schwer. Was da wohl drin ist? Vermutlich Futter für Raffel. Muss schon mal sagen, dass die Texturen hier in dem Haus echt schön sind. Für Pokémon-Verhältnisse. Das ist das Zimmer deiner Mama. Es wäre unhöflich, ungefragt hineinzugehen. Ach so! Aber sie kann jederzeit zu mir hochkommen, ohne dass ich irgendwas mitbekomme, oder was? Was ist das denn? Übrigens, das Kitty, das ich spiele, habe ich selbst erstellt. Muss man gleich am Anfang machen. Hier mal ein paar Impressionen davon. Ey, aber die Texturen sind richtig gut. Und voll das schöne, offene Haus. Aber ich glaube, das ist in wärmeren Gegenden durchaus üblich. Bonzenküche. Wow. Ich glaube, wir haben nicht gerade wenig Geld. Guten Morgen, Dummy. Warte, das ist meine Mutter? Jo, ich muss mal ganz kurz an der Stelle ausufern. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine hübsche Mutter. Bitte heirate mich. Ah, du trägst ja schon deine Uniform. Nun, heute ist schließlich dein erster Tag an der Akademie. Ich freue mich so sehr für dich, mein Schatz. Aber leider musst du dich noch ein wenig gedulden, bevor es losgeht. Die Akademie hat sich eben bei mir gemeldet und gemeint, dass du noch daheim warten sollst. Was? War mein Übergangszeugnis etwa nicht gut genug? Offenbar ist etwas sehr Wichtiges noch nicht angekommen, das du zum Einschreiben brauchst. Oh nein. Oh, na das klingt doch nach perfektem Timing. Schau bitte mal nach, wer da an der Tür ist. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich möchte unbedingt in die Schule gehen. Kein Spaß. Will die Welt erleben. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Oh, du müsstest dann also Dummy sein, richtig? Ich bitte vielmals um Verzeihung, dass sich dein Einschreiben so verzögert hat. Oh, aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Clavel. Ich bin der Direktor der Traubenakademie. Na sowas. Das ist ja der Direktor höchstpersönlich. Nun, immerhin bin ich für die Unzulänglichkeiten der Akademie verantwortlich. Das hier sind die Unterlagen, die Ihr Sohn für die Einschreibung benötigt. Das sah jetzt so aus, als wenn er bei Gucci einkaufen war. Oh, das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten, wo Sie doch den ganzen Weg hierher auf sich genommen haben? Oh, nee, machen Sie sich bitte keine Umstände. Dummy, ich habe noch etwas mit dem Direktor zu besprechen. Bereit dich doch so lange in deinem Zimmer auf die Akademie vor. Vergiss deinen Beutel und deinen Hut nicht. Okay, Mama. Signore Direktor, wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen... Oh gut, dann nehme ich Ihre Einladung dankend an. Ich hoffe, Sie haben auch Kuchen. Aber ich dachte, die Schule heißt Orangenakademie. Ist das etwa Pokémon Karmesin exklusiv? Und in Pokémon Purpur ist es dann die Traubenakademie? Interessant. Wollen wir unseren Stuff nehmen? Ja, na klar! Ohne Ausrüstung loszuziehen, wäre, glaube ich, nicht so klug. Ja, sieht ganz okay aus. Auch wenn ich natürlich sagen muss, etwas erwachsenere Charaktere wären auch mal nicht verkehrt für ein neues Pokémon-Abenteuer. Drücke den X-Knopf, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählst du das Speichern aus, kannst du den Stand deines bisherigen Abenteuers sichern. Solche hilfreichen Tipps für dein Abenteuer kannst du dir jederzeit in der Abenteuerfibel durchlesen. Du findest sie in der Basis-Item-Tasche deines Beutels. Wir sollten auf jeden Fall mal die Einstellungen aufrufen, denn wie immer gibt es hier natürlich die Möglichkeit, den Text auf Geschwindigkeitsstufe 3 zu stellen und weitere Dinge. Ah ja, Attacken später erlernen kann man jetzt einstellen, damit man halt nicht jedes Mal gefragt wird, ob man eine Attacke erlernen möchte. Da stelle ich mir gerade die Frage, kann man dann wie in Pokémon-Legenden Arceus einfach zu jeder Zeit auswählen, ob man eine vergangene Attacke erlernen möchte oder nicht. Das wäre cool, weil das fand ich in Legenden Arceus echt nice. Dann sollen neu gefangene Pokémon
in der Box oder im Team landen, kann man einstellen. Die Spitznamenfrage kann man ausstellen. Kameraeinstellungen. Automatisches Speichern mache ich persönlich jetzt mal aus. Mag ich nicht so. Spitznamenanzeige, Videosequenzen überspringen. Sogar den Sound kann man jetzt individuell einstellen. Mach mal vielleicht mal die Soundeffekte auf 9. Und was ist die Rettungsfunktion? Wähle, ob du gerettet werden willst, wenn du von hohen Orten hinunterfällst. Was? ich glaube, ja. Mir würde jetzt zumindest kein Grund einfallen, warum ich nicht gerettet werden möchte. Aber wir werden das sicherlich alles noch herausfinden, wie das in der Praxis läuft. Jetzt begeben wir uns erstmal auf unseren Schulweg Richtung Traubenakademie. Oder auch nicht, denn wir sind noch nicht ganz bereit. Ich glaube, ich muss mich von Mama verabschieden. Oh, wunderbar. Gut schaust du aus, mein Schatz. Perfekt vorbereitet für deinen ersten Tag. Vorzüglich. So sieht ein Musterschüler unserer Akademie aus. Ach, was ist heute nur los mit mir? Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu übergeben. Hier im Haus wäre es vielleicht etwas unpassend. Würdest du mir bitte nach draußen folgen? Ich frag mich, was der Direktor meint. Komm, lass uns auch nach draußen gehen. Da bin ich auch sehr gespannt. Hoffentlich nicht der erste Schulverweis. Aber ich habe ja nichts angestellt. Noch nicht. Ui. Das ist aber ein großer, schöner Garten. Und grafisch ist es schon, wie ich finde, ein großer Sprung von Pokémon Schwert und Schild und vor allem von Pokémon Legenden Arceus. Wohlan, liebe Pokémon, euer Moment ist gekommen. Ach, droppt er jetzt etwa schon tatsächlich die Starter? Es ist Tradition, neuen Schülern der Akademie ein Pokémon zu überreichen. Du kannst selbst entscheiden, welches dieser drei Pokémon dir als Partner zur Seite stehen soll. Das hier ist Filori, das Flora-Katzen-Pokémon. Es ist also doch eine Katze und kein Fuchs. Okay. Das ist schon mal ganz süß. Das ist Krokel, das Feuer-Kroko-Pokémon. Feier ich jetzt nicht so? Also ich meine, ist okay, aber gegen die anderen beiden hat es eigentlich keine Chance. Und zu guter Letzt hätten wir Quox, das Jungenten-Pokémon. Genauso wie Filori. Echt süß. Sie sind alle sehr anhänglich. Meist wollen sie gar nicht von meiner Seite weichen. Sicher? Nanu! Ja, sie scheinen dich sehr interessant zu finden. Dann bin ich wohl abgeschrieben, WTF. Ich wäre ja gern dabei, während du dein Pokémon auswählst, aber ich muss mich so langsam zum nächsten Hausbesuch aufmachen. Du findest mich in dem Haus dort drüben. Digga, was für ein Ultra-Bonze-Wunden da bitte? Okay, ich glaube, das ist hier echt die Reichengegend. Deswegen kommt der Direktor auch persönlich vorbei. Jetzt macht alles Sinn. Lass dir ruhig Zeit gegenüber deiner Wahl. Und gib mir Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Nun denn, ich empfehle mich. Ach, der Direktor ist so unglaublich höflich und aufmerksam, findest du nicht? Ja? Stehst du etwa auf ihn oder was? Diese drei Pokémon sind wirklich herzallerliebst. Wie soll man sich da nur für eines entscheiden? Indem man sich spoilern lässt. Wie wäre es, wenn du sie auf einen kleinen gemeinsamen Spaziergang mitnimmst und schaust, wie das so läuft? So lernst du die drei vielleicht besser kennen. Ach, bevor du losziehst, habe ich noch ein Geschenk für dich. Zur Feier deiner Aufnahme an der Akademie. Ein unsichtbarer Smartrotom. Ja, mittlerweile Tradition, dass man den direkt bekommt. Schon komisch, ne? Früher immer vom Professor und so. Naja,
Das neueste Smartphone-Modell, in dem sich ein Pokémon namens Rotom befindet. Dieses Mobiltelefon ermöglicht die Nutzung allerlei praktischer Apps und hat mit Sicherheit auch eine Pokédex-Funktion. Das ist ein nagelneues Smartphone. Es hat mich 2500 gekostet, aber für dich kaufe ich das ja jedes Jahr aufs Neue. Übrigens, hier die Bedienungsanleitung. Wenn du nicht weißt, wo es lang geht, drück den Y-Knopf. Anscheinend kannst du damit die Karte aufrufen. Wie praktisch! Pass gut auf dein Handy auf, ja? Ich habe keine Versicherung dazu genommen, denn sonst könnten wir uns dieses Haus nicht mehr leisten. Ach Spaß, mein Vater, seitdem er weg ist, kriege ich so viel Geld von ihm. Aufgrund des Sorgerechts und ja. Ich will mir aber auch so ein Handy kaufen, weißt du? Naja, ich will jetzt nicht so viel darüber reden. Merke ich. Ja, der Vater ist mal wieder nicht da, ne? Warum auch immer, das ist auch Tradition in Pokémon, schade. Leckere Kürbisse. Und Orangen, wow, wir haben endlich mal einen üppigen Garten mit Selbstanbau. Hab ich ja in meinem Garten auch, nur leider nicht so einen Riesenflex wie hier und vor allem nicht so tropische Pflanzen und Obstsorten. Was haben wir denn da? Schon das erste Item, nur irgendwie schaffe ich es nicht, schneller zu laufen. Das kann doch nicht sein, dass man sich nicht schneller bewegen kann. Aber ja, Gegengift gefunden. Fand ich jetzt auch ziemlich cool, dass man das direkt einpackt und nicht stehen bleiben muss wie in früheren Pokémon-Games und... Ja gut, manche Dinge verwundern einen dann halt auch wieder nicht. Aber das mit dem Pokéball war sehr, sehr positiv. Feier ich, dass das so schnell geht. Das macht die Item-Sammlerei auf der Overworld auf jeden Fall etwas angenehmer. Und man wird nicht aus der Erkundung herausgerissen. Hier, guck, ich greife einfach danach und schon ist es in meinem Beutel. Wunderbar. Ich glaube, die Pokémon, die wollen mir auch immer was zeigen, aber ich bin zu doof, um das zu kapieren. Und außerdem sind die zu weit weg. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir den ganzen Part nur mit Herumlaufen verbringen. Das Item da hinten lasse ich jetzt, glaube ich, auch erstmal da liegen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in dieser Geschwindigkeit das ganze Spiel bereisen werden. Versuchen wir, die Turbo-Treter zu bekommen. Das sind ja meistens so die Schuhe, die einem das Schnelllaufen ermöglichen. Aber zuletzt hatte man die, glaube ich, immer von Anfang an. Deswegen verwundert es mich, dass das hier jetzt nicht so ist. Aber hey, der Ersteindruck ist doch überwiegend positiv. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem im Vergleich mit den alten Pokémon-Editionen. Ich meine, schaut mal hier auf den Baum. Wisst ihr noch, wie dein Schwert und Schild aussah? Und selbst der Schatten ist ganz okay. Yo. Vielleicht wird das Ganze... Oh! Vielleicht wird das Ganze ja doch nicht so schlecht, wie viele befürchten. Und jetzt können wir doch auf einmal rennen. Ich weiß nicht genau, was uns jetzt dazu gebracht hat, aber Dankeschön. Denn so macht das Erkunden doch gleich viel mehr Spaß. Ja, ich glaube, die Entwickler wollten, dass man ein bisschen mehr auf die Pokémon achtet. Aber das war mir alles einfach ein bisschen zu langsam. Und ich habe meine Starterentscheidung auch tatsächlich schon getroffen. Gleich werde ich sie euch mitteilen. Wo sind denn die überhaupt? Oh nein, ich habe die Pokémon verloren! Was ist hier? Chuchariku. Ah, so heißt die Anfangsstadt. Okay, und du bist? Das hier ist Chuchariku. Ein kleiner, aber feiner Ort. Ja, also das sieht schon echt hübsch aus. Ich hoffe, das ganze Spiel kann diese Grafikqualität halten. Die Macht der Wissenschaft. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Mithilfe der Kommunikationsfunktionen kann man wohl mit bis zu 3 Freunden gemeinsam spielen. Ja, der Multiplayer ist auch ein großes Thema in diesem Spiel. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, ob ich den zeigen werde oder nicht und in welchem Ausmaß, aber eins weiß ich. Pokémon Karmesin wird mit Sicherheit dann ein Together-Let's Play und Pokémon Purpur, ja, wie so oft und üblich, meine erste Erfahrung ganz alleine mit dem Spiel. Zusammen mit euch natürlich. Also hoffe ich zumindest. Und was war jetzt da schon wieder mit dem Licht los? Boah, solche Fehler sind mir jetzt echt schon häufig aufgefallen. Ah, da seid ihr ja. Hallo. Bist du der Trainer der Pokémon?
Nicht ganz. Noch hat sich Domi nicht für eines der drei entschieden. Auf welches Pokémon seine Wahl wohlfallen wird? Hallihallo! Wir kennen uns noch nicht, oder? Leider nein, aber ich freue mich, dich kennenzulernen. Hallöchen! Du bist früher hergekommen, als ich gedacht hatte. Senior Direktor, sagen Sie, ist das vielleicht... Darf ich dir deinen neuen Mitschüler Domi vorstellen? Hab ich's mir doch gedacht. Du bist in das Haus dort drüben eingezogen, stimmt's? Du bist meine Nachbarin? Beste. Ich war schon total gespannt darauf, dich endlich kennenzulernen. Same. Oh, ich heiße übrigens Nemila. Die meiste Zeit wohne ich in der Akademie, aber das hier ist mein Zuhause. Also Nachbar, lass uns doch Freunde sein. Ganz meine Meinung. Das war die einzig richtige Antwort. Wir kommen sicher super miteinander klar. Nemila ist unsere Schulsprecherin, solltest du wissen. Und nicht nur das. Sie ist außerdem eine äußerst begabte Trainerin, die bereits den Champ-Rang innehat. Was? Ich liebe Pokémon-Kämpfe über alles. Komm, lass uns direkt loslegen. Ein Kampf, hier und jetzt! Nun sei mit deinem neuen Klassenkameraden nicht so ungestüm. Ihr werdet genügend Zeit haben, um euch näher kennenzulernen. Yes! Also lasst es langsam angehen. Was? Wir sind in einer Klasse? Voll gut, dann können wir ja kämpfen, so viel wir wollen. Nun denn, Domi. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner werden soll? Das habe ich und Leute, die gerade zugehört haben, werden sich wundern, denn es wird Krokel. Ja, aber Domi, du hast doch gesagt, du magst ihn nicht und die anderen beiden sind viel süßer. Sind sie auch. Aber bei den Startern spoilere ich mich immer und gucke, jo, was haben die Leaker denn so über die Entwicklungen herausgefunden? Und ich muss sagen, Quax ist leider meiner Meinung nach komplett bodenlos. Felori ist noch in Ordnung. Und Krokels Form auch. Aber weil ich ja so generell immer Team Feuer, was die Starter angeht, bin und es bei den beiden jetzt nicht so einen riesen Unterschied ausmacht, bekommt Krokel tatsächlich den Vorzug. Alter, was ist hier mit den Schatten los? Das ist Krokel, ein Feuer-Pokémon. Wenn es seine Funken versprüht, gehen sämtliche Pflanzen in Flammen auf. Das ist aber sehr gefährlich. Du willst also das Feuer-Pokémon Krokel? Ist das richtig? Yep. Du hast dich für Krokel entschieden. Einen Spitznamen geben? Sollte ich tun, ja? Lava Croc, willkommen im Team. Was das restliche Team angeht, habe ich übrigens keinen Plan. Ich habe auch kaum Pokémon gesehen. Aber wie vorhin schon gesagt, ich habe richtig Bock auf diesen Flamingo. Vorausgesetzt, es wird nicht auch hässlich. Krokel scheint dich auch zu mögen, Domi. Nice. Es ist dein erstes Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Und jedes Pokémon benötigt natürlich auch einen Pokéball. Du hast ja also Krokel ausgesucht, was? Also, wenn du mich fragst, passt es echt super zu dir. Ihr gebt bestimmt ein klasse Team ab.
Direktor Clavel, darf ich mir auch eins aussuchen? Warte, ich dachte, sie ist Champ. Hä? Hast du denn bei deiner Aufnahme an der Akademie kein Pokémon bekommen? Genau, hab ich nicht. Damals gab's nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aber jetzt, wo Domino 0 anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihm ein neues Pokémon trainieren. Das klingt nach einer wundervollen Idee. Dann möchte ich sehen, wie du mit Domino einen Neuanfang startest. Hab ich nichts gegen. Spitze, vielen Dank. Also startet sie wirklich einfach einen neuen Spielstand sozusagen. Wenn Domi Krokel hat, dann möchte ich das hier. Nett dich kennenzulernen, Felori. Wie bitte was? Sie sieht, dass ich den Feuerstarter wähle und wählt dann den Pflanzenstarter, der im Typ Nachteil ist? Also entweder ist sie sehr von sich überzeugt oder lost. Also gut. Jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Kampf. Ich warte unten am Strand auf dich. Also komm vorbei, wenn du bereit bist. Oh well. Nee, Mila ist Pokémon-Kämpfen beinahe etwas zu sehr zugetan. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Und hoffentlich auch zu ihr. Habe ich das laut gesagt? Entschuldigung. Wie dem auch sei, das ist doch ein interessanter Beginn, oder was meint ihr? Gar nicht mal so verkehrt. Bin positiv überrascht, aber wow, wie viele Items liegen denn bitte schon hier alleine in der Anfangsstadt herum? Das ist ja crazy. Oh, ich habe aber auch schon den ein oder anderen Lag vernommen. Uff. Und ja, ein Day One Patch ist bereits installiert. Ui, ui. Na cool, selbst da hinten ist was. Und glücklicherweise sieht das Wasser in dem Spiel jetzt endlich wieder nach Wasser aus und nicht nach irgendeiner radioaktiven Substanz wie ein Pokémon-Legenden Arceus, Digga. Okay, lassen wir Mila nicht weiter warten. Da vorne steht sie schon bereit für den Kampf. Hey, ich bin hier drüben. Ich komme.